So, dann herzlich willkommen zu der Wochenendausgabe von JFD Brokers Live Trading TV. Und heute widme ich mich nur den drei großen Indizes, dem DAX, dem Dow und dem Nasdaq 100 Index. Ohne jetzt auf die einzelnen Setups einzugehen, also einzelnen großen Big Players in den Charts. Da habe ich am Freitag ja schon ein Video gemacht vom Nasdaq und von den drei großen Alphabet, Netflix und Amazon. Und hier werde ich jetzt bei den anderen drei zwar auch auf der Suche gehen, der Hoffnung und der Möglichkeit, dass wir trotz den schlechten Vorgaben jetzt auf Wochentief fast geschlossen natürlich, etc. was, dass die nächste Woche doch nicht eine Bärenwoche sein könnte, aber erstmal komplett neutral schaue ich jetzt erstmal die Chartbilder an. Und da fange ich erstmal beim DAX an, Xetra. Also nur kurz Rückblende, dieses Tief wurde erkannt und auch nach oben getradet leicht. Nur natürlich war hier ein Pfeil noch ein Stück weit höher bis 10.100. Größeres Kursziel gab es definitiv nicht. Was alles darüber waren eh, sag ich mal, eher Hirngespinste erstmal. So, kam nicht. Hier wurde jetzt die Strecke nach unten zwar auch nicht komplett getradet und immer wieder auf ja, Nebenwerte ausgeweicht und sonstige Long-Setups eher. Mit dem wir sind jetzt hier im Wochenchart unterwegs, hat jetzt der DAX den EMA 200 unterschritten, nachdem er ihn zuerst direkt getroffen hat und davon abgeprallt ist. Jetzt kommt, sage ich mal, nicht unbedingt eine Hoffnung rein, sondern ich habe mir einfach noch den SMA 200 mal dazu geschaltet. Ja, das ist eigentlich nicht mein, sage ich mal, Favorit. Aber es hat sich hier im DAX kam noch eine Umkehr zustande, die vielleicht eben auch hier zustande kommen könnte. Was jetzt hier noch eine relativ vage, also ist, die ist über der 9000er Marke, kann auch ja, mit verbunden mit der 9000er Marke natürlich auch, hier ist zwar nichts temporär unterboten, sonst fängt die eh erst. Ja, hier wurde sie zum Beispiel auch genau getroffen. Gab es auch noch ein leichter Abprall. Also hier muss vielleicht nicht unbedingt jetzt die Hoffnung sein, aber möglich wäre es natürlich sowieso an der 9000er Marke. Wahrscheinlicher, wenn wir Montag einen negativen Tag haben, immer vorausgesetzt, der Montag wird gleich negativ, ja, dann denke ich sogar fast eher, wir werden hier die Unterkante komplett anlaufen bei rund 8700 Punkten. Das dürfte hier in der nächsten Woche die ja im Wochenchart das Wochentief dann womöglich sein. Also das sind jetzt hier zwei mögliche Anlaufstellen. Wie gesagt, ich schaue auch bei den Daimler hat es auf jeden Fall erwischt, den Münchner Rück jetzt nicht. Allianz bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, ich habe die anderen großen Aktien in den Indizes im DAX noch nicht weiter angeschaut, ob da die Chartbilder wirklich auch schon komplett zerschossen worden sind. Ich glaube, eine Bayer ist noch im Rahmen, aber ich schaue das morgen. Auch in dem Bezug auf dem SMA 200 werde ich im Wochenchart mal schauen, wo da die Aktien liegen. So, das war jetzt erstmal der DAX. Dann kommen wir zum also die anderen Kursziele weiter unten, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht drauf ein. Die werden wir auch nächste Woche nicht sehen. Also höchstwahrscheinlich nicht. Also es bricht ein, ja, was man nicht hofft, natürlich noch ein Krieg irgendwo aus. So, zum Dow Jones. Das ist auch der Parketthandel. Der konnte sich, sag ich mal, relativ gut aus der Affäre ziehen. Im Gegensatz zum Nasdaq auch. Und hier sieht es noch recht gut aus.
Denn hier ist hier eine wichtige Marke, ja, fast auf Wochensicht immer verteidigt worden. Hier einmal nur kurz drunter und hier einmal kurz drunter. Also alles über 15.850. Ja, kann man nicht sagen bullish, aber mit bullischen Ambitionen, sage ich mal. Und ja, oben, wie glaube ich schon öfters, jetzt nicht, glaube ich, im Video erwähnt, aber bei 16,6 etwa, 16,670 dürfte es der Index schwer haben. Also hier muss nicht unbedingt Verkaufsdruck kommen. Und jetzt schauen wir den Index noch an, den Nasdaq 100 Index. Hier schloss er eben auf fast auf Tagestief. Gerade 10, 15 Punkte über dem Tief. Auch hier gibt es noch im Prinzip noch eine horizontale Unterstützung, die aber jetzt nicht unbedingt komplett markant ist, aber man kann sie einzeichnen. Hier ist es definitiv klar, wenn wirklich die 4000er Marke nochmal sowieso auf Schlusskursbasis oder Wochenschlussbasis bricht, aber ich denke, wenn die auch auf Tagesbasis bricht, dann die Marke, dann könnte es eben schnell nochmal fast 200 Punkte runtergehen, wenn nicht sogar 300 Punkte. Also hier sehe ich dann, aber wie gesagt, die Bedingung, es geht gleich am Montag eben komplett nochmal abwärts, also richtig Verkaufsdruck, weil wenn man hier im Tageschart, habe ich was nachgemessen, im Prinzip könnte auch hier die Welle, also die jetzt hier gestartet habe, eben auch vorbei sein. Es muss nicht nochmal ein Tief geben. Das ist jetzt wirklich auch, was ich am Anfang erwähnt habe, im Prinzip ein kleines bisschen Hoffnung. Aber eben, wie gesagt, die großen Chartbilder, aber ich schaue mir nochmal auch die Biotechs an und die anderen Big Player im Nasdaq, ist für mich, wie ich auch schon letzte Woche schon in meinem Video auch erwähnt habe, die großen Player haben eine wichtige, sehr wichtige Unterstützung und ja, ich würde sagen, die sollten eigentlich halten. Andernfalls, ja, haben wir hier 300 Punkte tiefer, fast 8% oder sowas, wo der Index dann fallen könnte. Aber ich bin jetzt erst einmal neutral bullisch. Es kann morgen dann ein bisschen vielleicht anders aussehen am Sonntag, wenn ich die Einzelwerte anschaue. Entweder komplett bullisch oder womöglich sage ich, okay, es hat sich alles zerschossen. Und wir müssen uns definitiv auf tiefere Kurse einstellen. Aber jetzt habe ich erstmal hier das Bild von den Indizes angeschaut. Das war's. Danke erstmal fürs Zuhören und wir hören uns dann morgen. Danke.